Steine, das können wir alles für Geld machen und das brauchen wir auch. Wir müssen nur immer. Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir wollen da hoch zur markierten Tanne. Wegen einer Quest, wenn ich mich nicht irre. Der einsame Baum heißt die Quest. Das Dorf der Orni. Molly im Dorf der Orni hat dir etwas über die einsame Zeder in den Hebrabergen erzählt. Okay. Und das ist der Baum, wo wir auch jetzt hin wollen. Das hat aber gesessen. Na komm schon! Und weg sind wir. Der Flug hat sehr gut hochgereicht. Sehr nice. Ich hoffe, alle sind einverstanden mit der aktuellen Aufnahmelautstärke. Ich finde, selbst wenn ich es mir angucke, sehr angenehm. Von der Lautstärke her. Frostkraut schon fotografiert. So. Und mit dem zweiten Schub haben wir Revalis Sturm mal wieder verbraucht. Aber genau deswegen haben wir diesen Titan zuerst gemacht. Er ist der einfachste, meiner Meinung nach. Den Eisschleim haben wir damit auch fotografiert. Boah, Link ist eingefroren. Aber den Loot haben wir einkassiert. Damit ist das Partziel schon erreicht eigentlich. Wir sind ganz oben und seht ihr diese wunderschönen Polarlichter hier? Sehr nice. Ich glaube, damit haben wir den letzten Part beendet, oder? Dann sehe ich da hinten einen Turm. Der hinten bei der. Na gut, meine lieben Freunde. Der ist auch kaputt. Sogar oben können wir nicht mitnehmen, ne? Können ihn aber gegen den alten austauschen. Und den neuen mitnehmen. Und die Monstermaterialien natürlich auch. Klettern wir noch kurz auf diese einsame Zeder hoch. Sollte mit der Ausdauer aber noch machbar sein. Leider ist hier kein Krog. Doch wir haben einen wunderbaren Ausblick von hier oben und jetzt. Es war einmal, da saß mein Opa unter einem großen Baum auf einem großen Berg. Plötzlich flog im Nordwesten ein riesiger weißer Vogel vorbei. Als mein Opa den sah, flog er los, da sah er den Vogel etwas mit sich trug. Es ist eine Schreinquest.
Sie sah einen großen Vogel. Gleich da hinten, wo diese Eisfläche ist. Ich meine, wir kommen hier bestimmt nicht nochmal hoch, oder? Hier war noch ein Holzpfeil. Ich safe das jetzt einmal, dass ich mich da zurücksetzen kann, falls ich falsch liege. Autospeicher werden sowieso kommen, doch ich habe mich jetzt extra hier zurückgesetzt. Hier sind große Eisplattformen, ich schätze mal. Oh. Dass hier ein Schrein sein wird. Ob es die Quest doch ist, keine Ahnung. Die Schneetaube. Und hier sind ganz normale Erzbrocken. Wo wir einen Bärenstein finden. Nehmen wir alles mit, weil wir haben auch einen Saphir gefunden. Was ist unter dieser Eisplattform? Ein Ivarok und ein Golderz. Boah, mit einem Diamanten sogar. Das hat sich gelohnt. Das ist eine feine Ausbeute hier. Ah, der Glassirock. Damit ist es bestätigt, Leute. Hier ist einer dieser Ivaroks. Ich würde sagen, wir rüsten uns für diesen Kampf aus. Ich nehme jetzt einfach mal ein Feuerschwert. Einen Dreifachbogen. Mit Feuerpfeilen. Das sollte es bringen. Und dann machen wir das so. Damit ist er abgekühlt. Alter, als ob! Das tat weh. Okay. Dann ist es ein ganz normaler Stein und wir werden da draufhauen mit einem Zweihänder. Wir machen ihn kaputt. Als ob er uns abgeworfen hat, lol. Doch das hat ihn wieder enteist, sozusagen. Dieser Ivarok ist kein Problem. Sondern auch nur ein weiterer Zeitvertreib für uns. Und wir können uns den ganzen Loot mitnehmen. Perfekt. Revali Sturm ist bereit. Also wir finden hier auf jeden Fall sehr viel Erz. Sehr viel Edelsteine. Das können wir alles für Geld machen und das brauchen wir auch. Ich sehe, hier ist ein einsamer Baum.
Okay. Doch vom Krog ist hier keine, keine Anzeichen. Wir müssen gar nicht hochrennen. Komm. Ja! Wir schaffen es mit einem Sprung hier ganz hoch. Was ist in diesem Eisschlotz drin? Ein Krog? Und in dem? Truhe. Ob es das wert ist, da hinzugehen? Ich denke nicht. Da könnte ein Bernstein drin sein und das ist es überhaupt nicht wert. Aber hier schlägt der Krog-Sensor wieder, der Schrein-Sensor wieder aus. Cooler Aufwind. Da raucht was. Was ist denn da oben? Ein Haus. Das schaue ich mir mal genauer an. So, komm mal her, mein Kleiner. Wow, hat da eine Kraft. Das hat ihn so kaputt gemacht. Haha. Dass hier noch Birken wachsen. Verglühe, du Eis. Warte mal, haben wir den gescannt? Das ist der Glarok aus Eis. Der Tabanter echt, den haben wir schon. Er will uns umrennen. Oder auch nicht. Egal. Ja, richtig gesehen, unser neues Pferd heißt Silver. Besser als unser altes und auch vertrauter. Ist das die Hütte des alten Mannes? Sehr verwunderlich, dass sie hier nochmal ist. Und die Musik klingt auch so vertraut. In den Kisten war nichts. Und der Zweihänder war so gut wie kaputt. Den gehe ich mal hier rein. Oh, wie toll. Ein guter Wein. Ein Kamerad. Ein Feuer. Ja! Was will ich mehr? Oh, was machst du denn hier draußen in den Bergen? Was trägst du denn da auf dem Rücken? Das ist doch ein Gerudo-Schild. Solide Gerudo-Wertarbeit. Die wissen wirklich, wie ein guter Untersatz aussehen muss. Einen solchen Schild sein eigen zu nennen, das kann nicht jeder von sich behaupten. Du musst extra hergekommen sein, um mich, den ehemaligen Schildschlitter-Profi, zu treffen, oder? Ah! Wusste ich's doch. Aber ich habe mich aus dem Sport zurückgezogen. Es ist mittlerweile so lange her, dass sie mich die Königin der Hügel genannt haben. Aber wenn dich das nicht stört, kann ich mir ja mal ansehen, ob dir noch den einen oder anderen Tipp geben kann. Ja. So viel Einsatz, das erinnert mich an mich selbst, vor all der Zeit. Aber ich bin ein ehemaliger Profi, also weißt du sicher, dass ich das nicht umsonst tun kann. Mal sehen, wie klingt 20 Rubine pro Unterrichtsstunde? Bist du dabei? Glückwunsch! Du hast gerade deine erste Hürde als Athlet genommen.
in die eigene Zukunft zu investieren. Dann gehen wir am besten gleich zum Parcours. Folge mir. Oh, okay, ein Minispiel. Mhm. Brauchst du eine kleine Einführung? Nein. Okay, dann kennst du dich ja schon aus. Ausgezeichnet, weniger Arbeit für mich. Fangen wir erstmal mit einem ganz einfachen Parcours an, damit ich deine Technik besser beurteilen kann. Von hier aus immer den Berg runter. Liegt eine große Brücke da, schlitterst du für den Anfang einmal hin. Wirklich einfach, nicht wahr? Der ideale Parcours, um an deiner Technik zu feilen. Wenn dein Schlittern meinen Anforderungen gerecht wird, können wir zum nächsten Parcours übergehen. Oh! Dann zeig mir doch mal, was du drauf hast. Dann mach dich bereit zum Start. Und los geht's! Fliegen kann man auch. Ist aber leider auch einfach gemacht. Und einfacher als gesagt. Auf dem Weg können Gegner auftauchen. Hoffentlich zerbricht das Schild nicht auf dem Weg dahin. Ist das schon die große Brücke? Oi! Ende! Und Schluss, komm wieder rauf, dann reden wir über deinen Parcours da. Mit so einem Minispiel habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, aber ja. Oh? Deine Zeit waren 9 Minuten, 50 Sekunden und 600stel. Tja, Durchschnitt. Ich weiß nicht recht, ob du bereit für die nächste Herausforderung bist. Also, warum überlasse ich die Entscheidung darüber nicht einfach dir? Nächster Parcours. Anstatt dich einer Prüfung zu unterziehen, werde ich deine Motivation einfach mit einer kurzen Frage testen. Was bedeutet dir Zeltschlittern? Es ist das Leben. Das Leben also. Wenn das Leben nur aus Schlittern, Stürzen und Zusammenstößen besteht, das ist kein Leben für jedermann, glaub mir. Mit dieser Einstellung kann ich dich nicht an den nächsten Parcours lassen. Versuch dich doch nochmal an diesen. Willst du nochmal schlittern? Das kostet dich 20 Rubine. Ah! Dann nochmal. Mach dich bereit. Also diesen Part, eine Runde Schildschlittern. Ich glaube, das geht auch schneller, als wenn wir jetzt hier rumfliegen. Nur immer bergab mit dem. Immer schön auf dem Schnee bleiben. Da ist wieder der Elch. Der Knecht will seine Kugel schmeißen. Schafft er aber nicht. Naja, also Hindernisse sind hier keine. Ach, Link! Du bist ein Knecht. Mach es nicht so schwierig. Wo ist eigentlich das Ziel? Was ist das hier auf der Map? Gleich mal mit Sternchen markieren. Oh, da war ein Diamant. Schade.
Geil. Das Ziel erreichst du heute wohl nicht mehr. Brechen wir ab. Komm erstmal wieder zurück. Ja, lol. Natürlich haben wir das Ziel nicht erreicht. Aber ich habe auch die Orientierung komplett verloren. Wo war ich denn da jetzt, Digga? Das war nicht derselbe Parcours, oder? Wir machen eine Pause und machen das nächste Mal weiter. Schildschluttern können wir hier markieren mit Sternchen. Dann wissen wir Bescheid, dass hier die Quest ist. Oder einfach ein Schild für Schildschluttern. Ah! Ich freue mich schon drauf, deine Fortschritte beim nächsten Mal zu sehen. So, ich markiere das mit einem Schild. Dann können wir die Gute nächstes Mal besuchen. Die Selmi. Hier hängen auch so viele Schilder, ne? Das habe ich jetzt noch gar nicht so eng betrachtet. Ah, Schild der Winde. Und Fischschild. Und Tierschild. Sie sammelt also Schilde. Entspannt. Wir sind an einem Ort ans Spiel gekommen. Hier ist, hier ist ein Eisblock, der geschmolzen werden muss. Und mit dem Feuerschwert geht es eigentlich am besten. Und hier haben wir gefrorenes Luxuswild. Ah ja. Keinen Krog. Hier geht das Schildschlittern weiter. Gut, gut. Zuallererst mal sehe ich jetzt hier unten Erze. Die möchte ich gerne reinmachen. Dann ist hier ein Aufwind, den wir auch frei gemacht haben. Sehr geil. Und hier sind einige Gewässer, die wir erkunden wollen. Als ob wir da ertrinken. Weil wir keine Ausdauer mehr haben, lol. Okay. Eisfliegerbeißer. Als ob! Und das Game Over war jetzt nötig oder was? Ich hab den Typen gar nicht gecheckt, ey. Aber okay, jede Folge kann unterhaltsam sein. Gerade in The Legend of Zelda. Wo wir einfach spawnen.
Finde ich unfassbar. Aber okay. Dafür sehe ich da unten Eisblöcke. Und andere Sachen. Pfeile wollte ich hier ganz sicher nicht einsetzen. Hier ist ein Golderz. Da war ein Diamant bei, oder? Ich glaube, hier ist jetzt endlich ein Krug versteckt. Oder auch nicht? Nö. Nö, aber hier gibt es ganz schön viele Diamanten. Okay, geil. Leuchtsteine. Alles abarbeiten und mitnehmen. Und für alle Eventualitäten einmal sichern den Spielstand. Damit wir nicht wieder zurückgesetzt werden. Warte mal, hier ist ein Monsterlager und eine Truhe. Wenn wir hier leise landen, bemerken die uns gar nicht. Und wir können diesen Knecht einfach töten. Wir merken uns gar nicht. Als ob. Als ob! Ich schwöre, ich habe gespeichert, nicht ohne Grund, ne? Jetzt ist alles, was ich habe, safe. Der ganze Loot ist safe. Weil ich gesichert habe. Na gut, dann werden wir es jetzt noch schlauer machen. Wir nehmen uns die Truhe und hauen ab. Und vor allem, ich hab irgendwie Bock. In der Truhe waren 5 Bombenpfeile. Ich habe sie mitgenommen. Und fliege nun erneut zum Fluss, um ihn zu erkunden. Mache erneut. Bernsteine frei. Und siehe da. Hier wurde ein Erz frei.
Leider nur mit Feuersteinen. So, so. Was mich wundert, ist, dass das Wasser hier gar nicht ganz kalt ist. Zum Glück müsste er erfrieren. Doch gehen wir mal zur Höhle darüber. Da waren vorhin Edelsteine, die jetzt safe weg sind. Hier scheint rein gar nichts im Wasser zu sein und hier ist auch rein gar nichts. Außer die Stelle, wo die Mauer war. Okay, ein Federbeißerflügel. Jetzt kriegt er seine Hucke voll. Okay. Als ob, Digga. Hauptsache, er hat Schaden gefressen. Seine Materialien haben wir auch. Digga. Was will er? Knochen der Kolle. Alter, es reicht. Wir werfen den noch kurz zurück. Und zack, das war's. Kommen wir uns auf die Materialien hier. Sehr geil. Mit dem Floß können wir dann jetzt den Fluss erkunden. Wobei ich mich auch frage, okay. Dafür brauchen wir doch jetzt was Bestimmtes von einem Baum oder so. Mit Revali Sturm kommen wir aber ganz schnell hoch, also ich warte mal kurz. Bis sich der Blödsinn aufgeladen hat. Es lädt und lädt und lädt und lädt. Wie lange müssen wir warten hier? Kann nicht wahr sein. Wir sehen uns gleich wieder. Revalis Sturm ist bereit. Ich habe gerade den Weg zu einer heißen Quelle entdeckt. Etwas oberhalb der Karte. Auch diesen Ort werde ich gerne gleich markieren. Wo führt uns der Weg hin? Aha. Heiße Quelle füllt also unser Leben auf. Hier sind einige rostige Schilde.
Das kann man als Schatz markieren, oder? Oder auch als besonderer Ort. Und siehe da, ganz oben ist dann doch noch das goldene Erz. Ja toll, magere Ausbeute.